Von Asopofanten, fliegenden Blumen und Quaddels. Von Andrea Bannert. Die perfekte Zeugin. Silvia und ich kämpften auf dem Revier um unsere Unschuld. Wir mussten den Polizisten einfach davon überzeugen, dass wir kein Elefantenbaby aus dem Zoo befreit hatten, zumal der Zoodirektor bereits bestätigt hatte, dass es bei den Elefanten im Moment überhaupt keinen Nachwuchs gab. Aber das schien weder unsere Eltern noch den Polizisten zu interessieren. Fahrt's fort. Wendete sich der Mann in grüner Uniform wieder an mich. Wir hörten den Chor singen und wollten unbedingt dorthin, erzählte ich weiter. Zumal meine Freundin aus dem Ballett dort mitsingt. Sie hatte mir gesagt, dass sie an diesem Abend auf dem Markt auftreten würde, und das wollte ich natürlich nicht verpassen, hatte Silvia wieder das Wort ergriffen. Ballett war eines der wenigen Dinge, die wir nicht zusammen machten. Die Vorstellung von mir in einem rosa Kleidchen war einfach nur lächerlich. Aber zu Silvia passte es irgendwie. Diese Idee mit der Freundin war genial gewesen. Silvia konnte die hochnäsige Sandra zwar nicht ausstehen und hatte natürlich vorher keine Ahnung gehabt, dass sie auf dem Markt sein würde. Aber sie sang tatsächlich im Chor, und wir hatten sie auch dort gesehen. Wir sind also gerannt, um möglichst wenig zu versäumen. Es war wegen der vielen Besucher sehr eng, und wir haben eine Menge Leute angerempelt. Natürlich haben wir uns immer brav dafür entschuldigt. Es ist auch nichts passiert bis bis? wiederholte meine Mutter ungeduldig. Ich spürte, dass alle Augen auf mich gerichtet waren, einschließlich Sylvias. An ihrem Ausdruck konnte ich erkennen, dass sie genauso wenig eine Idee hatte wie ich. Mir wurde ganz flau im Magen. Ich glaube, mir ist schlecht flüsterte ich. Wie bitte? Du musst schon etwas lauter reden, sonst können wir dich nicht verstehen, donnerte der Polizist. Ja, ich musste deutlich sprechen, denn es sollte hundertprozentig überzeugend klingen. Bis wir die alte Dame über den Haufen gerannt haben. Ich sah kurz in die Runde. Keiner schaute besonders ungläubig drein, nicht einmal mein Vater und auf Silvias Gesicht zeichnete sich ein kaum merkliches Grinsen ab. Ich legte sofort nach Die alte Frau ist auf den Rücken gefallen. Wie ein Krebs hat sie mit den Armen in der Luft herumgerudert und um Hilfe geschrien. Dabei ist ihr die Leine aus der Hand geglitten und der Hund, oder was auch immer das war, ist durch die Menschenmenge davongelaufen. Wir haben der alten Frau hochgeholfen, sie war ziemlich sauer. Bringt mir sofort meinen geliebten Waldi zurück, ihr dummen Göhren, hat sie geschrien. Ich wollte zuerst noch bei ihr bleiben, denn sie schien ziemlich wackelig auf den Beinen, aber sie schickte uns beide los, um Waldi zu suchen. Ja und weiter, schimpfte der Polizist ungeduldig als ich nur für eine Sekunde verschnauft hatte. Wieder sind wir durch die Menge gelaufen und haben den Waldi dann bei der Zuckerstangenfrau gefunden. Ich glaube, wenn wir ein bisschen später gekommen wären, hätte er den ganzen Stand leergeräumt. Wir haben zusammen nach der Leine gegriffen, um den Hund zurückzubringen. Jetzt hört endlich auf, immer von einem Hund zu sprechen, wenn es ein Elefant war, sagte Herr Hansemann, der sich bis jetzt ziemlich zurückgehalten hatte. Genauso wie Silvias Mutter. Ich glaube, sie war einfach noch zu geschockt, um ein Wort herauszubringen. Na schön, der Elefant, setzte Silvia ein. Und ich war erleichtert, wieder einmal eine Pause zu bekommen. Zuerst sind wir ziemlich zielstrebig in die Richtung der alten Frau gegangen, aber dann haben wir festgestellt, dass wir an dem Stand mit den Krippenfiguren mindestens schon einmal vorbeigekommen waren. Irgendwie hatten wir uns verlaufen, ja, der Markt ist nicht besonders groß, aber ich weiß nicht, wie gut Ihre Orientierung mit neun Jahren war. Keine Amtsbeleidigungen, schallte der Polizist. Entschuldigung, sagte Silvia und fuhr fort. Es war egal, wer nun weiter erzählte, denn der Rest konnte der Wahrheit entsprechen. Wir sind an der alten Bühne vorbeigekommen, auf der meine Freundin Sandra sang. Sehr schön übrigens, ich wollte unbedingt ganz kurz stehen bleiben, um zuzuhören. Als wir die Suche nach der alten Frau wieder aufnehmen wollten, zog ein kleiner blonder Junge das falsche Fell vom Waldi herunter. Lächelnd sahen wir in die Runde. Das Gesicht des Polizisten lief jetzt puterrot an. Dann stützte er seine Arme auf den Holztisch und zog seinen Schwabbelbauch nach, bis er ganz dicht vor uns stand. Und warum haben wir eure geheimnisvolle alte Dame nicht gefunden? Wie sollt ihr denn überhaupt ausgesehen haben? Ich wollte aufstehen, denn ich konnte die Nähe des Mannes nicht mehr ertragen, aber meine Mutter zog mich am Kragen zurück. Es war ja ziemlich dunkel, begann ich, aber sie hatte ganz weißes Haar, das in einem großen Knoten auf dem Hinterkopf festgesteckt war, und viele Falten, genau wie ihr Hund, Mehr weiß ich auch nicht. Bei dem Wort Hund zuckten die Adern auf der Stirn des Polizisten und er wurde noch röter. Es war wie ein kleines Wunder, als in diesem Augenblick eine tollpatschige alte Frau zur Tür hereingeschneit kam. Sie trug einen riesigen Knoten aus weißem Haar auf dem Kopf und sah sich verwirrt um. Dann tippte sie sich an die Stirn und kam auf uns zu. Herr Wachtmeister, endlich habe ich sie gefunden! Über die Schulter des Polizisten blinzelte uns Annabelle zu.